Wunderschönen guten Tag. Ja, Deutzfahr M66S Mähdrescher ist gekommen. Unschwer zu erkennen. Ein kleines Modell, ein altes Modell. Texturen, Grafik top, also wirklich top. Vielleicht hier und da zu neu. Ich hoffe natürlich, wenn man mit ihnen arbeitet, dass er natürlich alt wird. Wobei da sind einige Texturen, wenn man na, Licht anmacht, nicht. Aber wenn man hier so an den Rändern guckt, wo man weißer Pinnibel ist, sind die Texturen nicht so schön. Und hinten am Fang, an der Fangmatte, wo Stroh rauskommt. Naja, wenn man genau hinguckt, sind die Texturen echt nicht so der Hit. Aber so ein bisschen weiter weg. Schönes Fahrzeug. Vorab Soundtest, weil viele haben gesagt, Paddy, mach doch mal immer einen Soundtest. Das machst du in deinen Videos nicht. Das zum Thema Sound. Ja, Licht, leider Halogenscheinwerfer, keine gelben Scheinwerfer, so wie man das früher kennt. Blinker, ganz klein, am Stahl gestellter, rechts, links und rundum Leuchte. Hinten, rechts, links und Licht. Dafür aber schön hell und gut verarbeitet. Das muss man sagen beim Licht jetzt. Wir machen mit Absicht mal das Fahrzeug verkaufen. Warum? Damit wir einfach die Daten durchgehen können im Menü. Und zwar 23 Slots, 150 Liter Tankvolumen, 25 km/h, 1500 Liter Ladevolumen, 160 PS. Man kommt natürlich mit 45 PS hier rein und hier ist 65 PS, deswegen komme ich gerade durcheinander. 160 PS steht hier. Gut, das ist dann, würde ich mal sagen, eine falsche Eingabe im Menü hier, weil da steht 40 kW 54 PS, 48 kW 65 PS. Kaufen wir. Hier steht im Vormenü 160 PS. Das ist von irgendeinem Modell übernommen worden. Er hat auf jeden Fall die Motorleistung nicht korrigiert. Keine Ahnung warum. Aber man sieht, er nimmt meist alles auf. Erntemaschinen können angebende Fahrten gelten und ja, das ist alles ganz normal. Warum er jetzt Mais aufnimmt? Achso, ja okay, Mais. Okay, nicht gehexe da. Ich hänge wieder fest. Jede weitere Maschine, zwei Slots. So, Mähwerk hat einen Vorteil, du brauchst nicht wirklich einen Mähwerkwagen, weil 3,2 Meter, das ist easy peasy. Dafür brauchst du keinen Mähwerkwagen, es ist nicht breiter als die Straße. Gibt es dazu eigentlich ein Maisgebiss oder so? Ich gehe mal von aus, nicht. Nee. Bedeutet, das vordere 3 Meter von Capello oder das Ziegler 3,4, das müsste er schaffen, auch wenn die PS-Angabe nicht richtig ist. Also 160 PS hat er ja nicht. Hier müsste man mal testen, richtig. Ich finde es schon mal gut, dass Deutzfahr, es ist ja Deutzfahr, für die, die es nicht kennen, Deutzfahr hieß früher Deutz oder Deutzfahr. Ältere Modelle wurden immer Deutzfahr oder Fahr genannt. Und ich finde es gut, dass es da ist. Es kommt zwar noch ein größerer Deutzfahr bzw. Deutz-Mähdrescher, das dauert noch. Wobei viele Modder momentan abspringen und sagen, sie machen nur noch für LS22 was. Also kann ich euch das leider nicht garantieren. Fortschritt konnte ich euch garantieren, ist ja auch gekommen. Ist nicht der schönste, aber ist gekommen. Kommen auch noch LKWs und diverse andere Mods. Heute ist auch noch ein Haus gekommen, beziehungsweise es kommt, ich weiß nicht, ob das für die Konsole schon da ist, ist vielleicht interessant, wenn man auf Ravensberg spielt oder auf Erlen gerade und so, da passt es optisch zu meiner Karte, die ich momentan spiele, passt es nicht dazu. Die Mähdrescher an sich, 1600 Liter, also ich spiele momentan norddeutsch mäßig, da passt der jetzt nicht rein. Deswegen wird er nicht aufgenommen. Er bleibt ja drinne. Ich hoffe, dass vielleicht die eine oder andere Karte noch kommt, wo man kleine Fahrzeuge fahren kann. Dann kommt der rein, weil wir haben ja auch viele kleine Trecker seit neuerdings. Ob sei es der kleine Deutz, ob sei es der ja, nochmal Deutz oder halt Massey Ferguson. Man kann dann natürlich einen kleinen Butchiehof bauen. Ne? Also das heißt, man kann sich dann so richtig klein alt wertschaffen. Finde ich persönlich gut. Sehr gut.
Mir gefällt er, ist texturentechnisch nicht so der Brüller, macht aber auch keinen Fehler ausschlagen. Ich habe auf dem PC mal getestet, ist alles safe. Ist nicht so wie der JCB, ich sage jetzt mal Mercedes Edition, weil da gab es Probleme, hat die Konami mir gestern schon gesagt. Wenn man einen Mod-Mähdrescher drin hat, stürzt das Spiel ab auf der Konsole. Man hat einen CE-Fehler. Fahrzeug macht eine 360-Grad-Drehung, wenn man zu schnell lenkt bei hoher Geschwindigkeit. Und wenn man drin im Fahrzeug sitzt und nach rechts und links guckt, bewegt sich die Figur drin mit. Also das sind so ein paar Probleme. Es muss geupdatet werden, sonst an sich ist er gut. Ne? Das wollte ich euch nochmal mitteilen. Wir können uns den aber mal von drin anschauen. Es sind natürlich die hydraulischen Schalter. Natürlich nichts beleuchtet. Wir sind in der Freiheit. Sonst, ja, man sieht Texturen, ist alles nicht so der Brüller. Ich nehme das jetzt mal einfach so zur Kenntnis. Früher waren Lackierungen wieso nicht der Hit. Da gab es noch die löslichen Farben oder nicht löslichen. Und da sahen die Farben immer schon in Real Life scheiße aus. Also nehme ich das mal so hin. Figur sitzt richtig. Figur sitzt auch mit den Armen richtig. Also keine verschränkten Arme oder dass er irgendwie eine komische Darstellung hat. Das passt alles. Größe zum Fahrzeug sowie zur Figur ist auch richtig. Wir können noch mal den Arm ausschwenken. Geht nicht. Also man sollte vielleicht auch aus das Fahrzeug gehen. Muss ich den Motor anhaben? Ja, jetzt muss ich mal das schlaue Fenster machen. Okay, aufgeklappt wird so. Kann sogar reingucken, das ist schön. Ach so. Okay, er muss aufgeklappt sein, sonst kriege ich ihn nicht. Gut, dann kann das ja raus. Ja, aufgeklappt. Ist das so? Ich guck mal, ob wir da reingucken können. Ja. Aber 1600, ich weiß nicht, ob das 1600 sind. Ja, kommt hin. Finde ich cool auf jeden Fall. Es ist echt so, ich finde ihn ganz cool. Alte Fahrzeuge, ich habe ja gesagt, ich wünsche mir einen alten Mähdrescher. Zum Beispiel. Ist doch schon mal eine schöne Sache. So, ich will euch nicht lange nerven. Unter 8 Minuten bleiben wir. Ab 8 Minuten kann man Werbung schalten. Ich bin euer Paddy. Lasst ein Like, ein Abo da. Bis später. Ja, später bin ich noch live. Wollte ich gerade mal informieren, aber das wisst ihr ja. Ich bin ja nicht immer live. Bis dann. Ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.